Servus Leute, heute habe ich zwei Szenen für euch. Einmal auf Shoreline war ich mit der Scar unterwegs und ja, mal richtig PvP, richtig Action im East Wing, kommt ja hin und wieder noch vor und ich muss sagen, die Scar ist im Moment eine Waffe, die spiele ich sehr, sehr gerne, habe ich sozusagen neu für mich entdeckt, indem ich sie laut spiele und dann hat sie wirklich auch 51 Ergo und 76 Recoil. Und dann, ja, ist es eine sehr, sehr gute Waffe, 762x51, eh sehr durchschlagskräftig, wie ihr gleich sehen werdet. Und ja, East Wing PvP vom Allerfeinsten. Und in der zweiten Szene war dann noch eine kurze Runde auf Factory, war ich mit der KS23 unterwegs. Und ja, auf Factory, wie gewohnt, ist auch eine KS23 eine sehr gute Waffe und es ging auch wirklich zur Sache. Schaut es euch einfach an. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Hier war noch einer. Ist das Scav hinten? What? Wieso höre ich jetzt keinen? Irgendjemand schießt auf irgendwen? Und alles ist ruhig. Ich bin verwirrt. Hey, irgendwo hockt einer. Fuck. Hinten im Erdgeschoss. So, Steve. Hey, Schornsteinfeger. Es sind noch zwei, da denke ich. Ich glaube, ich habe ihn. Ich glaube, ich habe ihm einen Headshot gegeben. Yep. Ich glaube, ich habe ihn hier gedoubletappt. Ziemlich sicher. Ah, gar nicht so schlecht.
Gehen wir mal hier durch. Immer wieder lauschen. Rundhorchen mit dem Sonar sozusagen. War schon jemand? Oh ja. Verstehe. Das Ohr auf den Boden legen, sozusagen, ja. Oder in Tarkov-Jargon den Kopf in einen anderen Soundlayer pressen. Oh ja. Uff. Er kotzt. Er kotzt. Ach so, das ist bloß ein Scaff, okay. Dachte schon. Oh, Wrench brauchen wir. Genau. Er hat mich sicher gemeldet, ja. Aber war ja auch gut getroffen. Ganz ehrlich, hätte ich wahrscheinlich auch gemeldet. Immer wenn einem was so komisch vorkommt, sollte man melden. Das ist ja auch richtig. Ich meine, der hat mich da hinten fast wahrscheinlich nicht mal richtig gesehen. Und ich habe ihm richtig einen eingeschenkt, ne? Das PS, okay. Na gut, dann looten wir hier mal durch, würde ich sagen. So. Haben zwar schon genug BP, aber man kann irgendwie nie genug BP haben. So viel ist sicher. Guten Abend, Uwe X. Dafür, dass er einen Zoom hatte und da angelegt hat, hat er aber richtig eingefallen. Aber er hat nicht gepiekt, ne? Er saß einfach im Gang. Hätte er einfach bloß mit dem Kopf rumgeliehen, hätte ich ihn niemals so getroffen. Aber hier war auch schon einer, okay. Nie im Leben. Einen habe ich. Jo, wo kommt ihr her? What the fuck, Mann? Hör mal, stehen sie da unten an der Treppe?
Eieieiei. Die wollten es ja wissen. Sie durften mittanzen. Überhaupt kein Thema. Überhaupt kein Thema. Ich sag mal, das kommt natürlich auf an. Uwex, ich habe genau diese Umstellung gemacht. Waren 25% mehr Frames in Tarkov. 20 bis 25%, je nachdem, wie gut halt deine Grafikkarte ist. Das kann ich dir sagen. Aber der ist halt jetzt auch nicht, du kriegst den nicht geschenkt. Aber gerade bei Tarkov, der 5800X3D ist mit die beste CPU, die man für Tarkov haben kann. Wie macht die SR? So macht die SR. Absolut. Nobody, danke für die 300 Bits. Danke für den SR-Sound. Auch Spieler. Okay, der ist noch erst durchgelaufen. Was ist hier los, ey? Oh, nobody. Ja, Black Lion, so ist es hin und wieder. Saus. Na, Freundchen. Wie steht's? Saved. Oh shit. Yo! Junge, was hast du für eine Knarre? Meine Rüstung ist komplett im Arsch.
Okay, er kotzt sowas von dem Strahl hier. Jo. War auch ganz okay. Gut. Gemma. Beste Waffe, die Shotgun. So, wir haben die 20 Dingkills fertig. Gibt's sonst noch ein Fun-Bild, der so reinhaut? Ja, es gibt einige Waffen, die halt so reinhauen. Aber die KS ist schon mega übertrieben. Die KS ist schon echt mega übertrieben.